Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von What If hier im Wrestling Talk Radio. Und an meiner Seite ist das Gehirn hinter diesem ganzen Projekt, nämlich der Jan. Hallo. 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 Wir haben unsere kaputte Glaskugel losgeschickt und sie wieder eingeholt und wieder eingefangen und hier wieder hingestellt, egal wie zerbrochen sie ist. Und heute gucken wir in genau diese und schauen mal, was uns der Weg bis zur WrestleMania sagen wird. Also die wohlgeliebte Road to WrestleMania. Jan, wir beide schauen mal, wie könnte es aussehen? Ne? Ja, wir haben was Großes geplant. Wir haben was ganz, ganz Großes geplant. Für alle erstmal das Datum der WrestleMania dieses Jahr ist der 7. April. Und wir sagen euch mal jetzt unsere WrestleMania-Card, wie wir sie uns vorstellen würden. Und im Laufe der Sendung werden wir die Matches, wie wir darauf gekommen sind, erklären. Jan, fang mal an mit dem ersten Opener. Oder Pre-Show. Also, ja, der Opener der Pre-Show, da werden die drei Mitglieder von 3MB, also Heath Slater, der gute Schotte, dessen Name mir jetzt schon wieder... Oh, Drew McIntyre und natürlich unser Inner Jinder Mahal. Genau. Werden es zu tun bekommen mit Kofi Kingston, dem Tanzbär Brodus Clay und dem Mann, der unsichtbare Kinder sieht, R-Truth. Also ein Match für die Stimmung. Hm. Ja. Direkt danach schon ein bisschen WrestleMania-Flair, aber nach wie vor noch in der Pre-Show findet Christian gegen MVP statt um den United States-Title. Als Opener von WrestleMania haben wir dann Dolph Ziggler gegen den Hometown Hero Zack Ryder. Mhm. Woo, woo, woo. Dann gibt es schon das World Heavyweight Title Match zwischen Randy Orton und Sheamus. Als nächstes folgt dann unser allseits geliebter Ryback gegen Big Show. Mhm. Dann einer der Hauptkämpfe der diesjährigen WrestleMania wird nämlich sein CM Punk gegen Seth Rollins. Als nächstes kommt der F5, Brock Lesnar, und er wird's mit dem, na, vielleicht schon bald wichtigsten Mann in der WWE zu tun haben, Triple H. Mhm. Dann geht es um die allseits geliebte Streak. Wird die Serie reißen, ja oder nein? Kein Wunder, Undertaker ist im Match. Sein Gegner ist der, wo jetzt jeder sagen wird, oh nein. Und zwar John Cena. Oh Gott. Als nächstes haben wir ein Tag-Team-Titel-Match. Doch nicht nur einfach ein normales Tag-Team-Titel-Match. Nein, es wird ein Tag-Team-Turmoil-Match. Das heißt, viele Gegner für die Champions The Shield. Genau. Dann haben wir Caitlyn gegen AJ um den Divas-Titel. Und als Main-Event der gute Rock wird es mit Daniel Bryan zu tun haben. Ja, das ist also unsere WrestleMania-Card. Und wie eben schon gesagt, jetzt im Laufe dieser Sendung werden wir euch erklären, wie wir auf diese Matches gekommen sind. Und werden euch auch den Sieger natürlich sagen, wer unserer Meinung nach dieses Match gewinnt. Und auch ein kleines bisschen schon vorher schauen, was vielleicht nach WrestleMania passieren könnte. Aber Hauptaugenmerk soll auf dem Weg bis zu WrestleMania liegen. Ja, also diese, wie eben schon gesagt, geliebte Road to WrestleMania, die ja eigentlich, wir fangen auch genau da nachher im Laufe der Sendung auch schon an, nächsten Montag eigentlich losgeht. Also nächsten Montag mit dem 20 Jahre Raw Monday Night Raw Special. Genau da fangen wir nämlich auch an, im Laufe dieser Sendung sozusagen, da wird das und das passieren. Um unsere Ideen sozusagen zu verwirklichen, brauchen wir zum Teil ein bisschen Zeit. Ja. Ne? Gut, aber fangen wir mit dem, also das mag doof klingen, aber fangen wir mit dem Unwichtigeren an, auf dieser Card. Ja. Und das ist in dem Fall leider die Pre-Show. Und wie ihr ja schon gemerkt habt, wir setzen keine Battle Royale an. Und ihr werdet nachher noch merken, wieso. Aber los geht es mit Kofi Kingston, Brodus Clay und R-Truth gegen die Three-Man-Band. Und ja, Jan, wieso, weshalb, warum? Eigentlich gibt's kein Warum. Wie es halt so ist, 3MB
wird bei Vicky Guerrero sich beschweren, dass sie kein Match haben und wird dann fordern, wir wollen auf die Card und Vicky wird ihnen den Wunsch erfüllen. Genau. Und ja, wer passt da wohl das Gegner, ne? Ja, unser großer Tanzbär. Und die ehemaligen Tag Team Champions melden sich dann freiwillig. Jo. Und werden das Match natürlich auch gewinnen, damit die Fans erstmal ordentlich Stimmung im Haus haben. Was ja alle 6 automatisch machen. Also 3MB, auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr, ganz schön dolle belächelt werden, sie machen Stimmung. Ja, absolut. Das passt für WrestleMania natürlich ganz klar. Und dann, wie vorhin schon gesagt, gibt es ein bisschen mehr WrestleMania-Flair, nämlich mit einem US-Titelmatch, leider nur in der Pre-Show, weil auf der Main-Card kein Platz mehr war. Wir erklären euch nachher noch die ganze Zeitabläufe, wieso, weshalb, warum. Aber leider ist auf der Main-Card für das US-Titelmatch kein Platz mehr und deswegen Christian gegen Montel von Tavius Porter, der zurückkehren wird, um den US-Titel. Wie kommt's dazu? Christian wird beim Elimination Chamber, also er wird beim Royal Rumble zurückkehren, genauso wie MVP, aber im Elimination Chamber Pay-Per-View wird Christian Antonio Cesaro den US-Titel abnehmen. Und in den Folgewochen, was, wie haben wir vorhin gesagt, 7 Wochen Zeit sind zwischen Chamber und WrestleMania, wird irgendwann MVP sagen, ich bin doch der größte US-Champion aller Zeiten, Christian, das ist wie gemalt für uns, ich will meinen Titel zurück. Und aus dieser ganz kleinen Geschichte wird sich ein, so hoffen wir zumindest, sehr, sehr anständiges Christian gegen MVP-Match bei WrestleMania entwickeln. Ja. Und das gewinnt Christian, verteidigt also sozusagen seinen US-Titel. Genau. Und dann wird natürlich die Show WrestleMania wie immer eröffnet mit Lillian Garcia, die America the Beautiful singt. Mhm. Und einem kleinen Hype-Clip, wo die wichtigsten Fäden nochmal zusammengefasst werden. Genau, der obligatorische Flyover. Ja. Und dann kommt auch schon Dolph Ziggler mit dem Mikrofon in die Halle und wird sich darüber beschweren, dass er kein Match hat. Hat ja genug Zeit auf dem Weg zum Ring, sich ein bisschen über New York, New Jersey auslassen, wird sich dann in den Ring stellen und sagen, so, ich bleibe jetzt hier so lange, bis jemand rauskommt. Und was würde zu New Jersey besser passen als The Long Island Iced Sea? Zack Ryder. Und alle in der Halle hören dann Woo Woo Woo, you know it, schreien. Wenn Ryder in die Halle kommt. Mhm. Und Ryder wird dann auch überraschend das Match gewinnen dürfen. Genau. Es ist also auch das Match, was diese beiden ja auch schon über Wochen und Monate unter anderem in Sea Too Long Island Story natürlich auch beworben haben, ne? Gibt's Buttons zu, gibt's Aufnäher, T-Shirts, alles mögliche mit diesem geteilten Logo der beiden, ne? Also, ja. Es wird genau das passieren, was diese beiden auch wollen. Jo. Zack Ryder gewinnt. Dann geht es also weiter mit dem World Heavyweight Titelmatch. Und da ist der Champion Randy Orton. Und der trifft auf den Herausforderer Sheamus. Das Match ist ganz offensichtlich in der Mache. Ja, muss man ganz klar sagen. Champion im Moment ist Alberto Del Rio. Entschuldigung für alle, die es jetzt gerade noch nicht wissen, aber es ist kein richtiger Spoiler, weil wenn man auf WWE.com geht, sieht man es. Alberto Del Rio hat also bei SmackDown jetzt gerade The Big Show besiegt, geht damit beim Royal Rumble in ein Rückmatch gegen Big Show, was er auch gewinnen wird, also Alberto Del Rio. Dann geht Alberto Del Rio als Champion in den Elimination Chamber, also den SmackDown Elimination Chamber. In diesem Match sind da oben drauf, sagt man oben drauf, kommen dazu Randy Orton, Sheamus, Big Show, Ryback und Wade Barrett. Das ist also der SmackDown Elimination Chamber dieses Jahr. In diesem Match passiert eben dann so einiges. Unter anderem turned Randy Orton heel. Ja, das ist das, was in diesem Match definitiv passieren wird. Der Jan erklärt nachher noch, was mit Big Show und Ryback passiert. Da gehe ich jetzt gar nicht mehr groß drauf ein. Wade Barrett ist leider in diesem Match Füllmaterial.
den werden wir auf dieser Road to WrestleMania nur bedingt berücksichtigen. Aber wir können sagen, er wird weiterhin EC-Champion bleiben. Und er wird auch regelmäßig bei Raw und SmackDown auftauchen und seinen Titel auch verteidigen zum Teil. Aber auf unserer WrestleMania-Card hat er nur bedingt Platz. Kommen wir nachher noch zu. Randy Orton gewinnt den Elimination Chamber, wird also neuer Champion. Alberto Del Rio wird von Randy Orton eliminiert. Am Ende bleiben Randy Orton und Sheamus als Kontrahenten im Chamber. Und Orton verpasst irgendwann Sheamus einen Low Blow und anstatt des RKOs rollt er ihn sofort ein, nimmt an der Liste noch die Hose da, dass eben Sheamus nicht rauskommt, also die unfairen Attacken. Und genau durch diese Aktionen turned Randy Orton heel und diese Fehde, die sich auch schon beim Royal Rumble und alles sowas entwickelt, zwischen diesen beiden, mündet in diesem Match bei WrestleMania, nämlich Randy Orton gegen Sheamus. Und das Match gewinnt Randy Orton. Ja. Aber dann. Alle Fans schreien Juhu, weil Sheamus gewinnt nicht wieder in 18 Sekunden. Orton lässt sich schon feiern. Kriegt dann aber von hinten nochmal den Bullkick ab, weil es ist Sheamus, der kann nicht verlieren. Und dann ertönt, worauf schon die meisten Fans seit Monaten es erwarten, drauf hoffen, Dolph Ziggler's Team, er kommt mit einem Koffer, mit einem Ringrichter, AJ und vielleicht auch Big E. Der nicht laufen wird, der wird gehen, ganz normal. Die anderen laufen alle. Bis er, Ziggler rennt in den Ring, schleift den Ringrichter mit, gibt ihm den Koffer. Orton wird dann vielleicht schon wieder auf die Füße gekommen sein, kriegt von hinten den Zigzag ab. Pin 1, 2, 3. Ziggler ist neuer Champion. Big E Langston hat es in der Zwischenzeit auch zum Ring geschafft. Und AJ hüpft ein bisschen durch den Ring und sagt, Show off. Genau. Und wenn ihr jetzt denkt, dass Dolph Ziggler durch diese Aktion wahrscheinlich ein Guter wird, falsch gedacht. Denn es wird auch Sheamus attackiert. Nämlich sowohl von Big E Langston als auch von Dolph Ziggler. Und dementsprechend, keine Angst, Dolph Ziggler bleibt in der Rolle, in der er bisher ist. Und der ihn auch jeder sehen will. Ja. Als nächstes kommen wir dann schon zum Match der beiden Titanen, möchte man fast sagen. Titanen. Des Mannes, wahrscheinlich der einzigste Mann, gut, außer John Cena, der es überhaupt schaffen kann, Big Show auf die Schultern zu nehmen und ihm einen Move zu verpassen. Der Alexander. Ja. Ich weiß, Matze, du möchtest nicht drüber reden, aber es muss leider sein. Ryback ist so aufgebaut, er muss leider auf die Card. Und wie wir jetzt schon wissen, was ja auch in Wirklichkeit passiert ist, Big Show hat den Titel verloren. Mhm. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, er kriegt sein Rematch. Und das ist natürlich, nehmen wir zumindest mal an, beim Royal Rumble passieren. Hatte sich ja eigentlich schon angedeutet, dass da ein Titelmatch zwischen Alberto und Big Show kommt. Dass der Titelwechsel nur jetzt schon folgte. Ist klein wenig überraschend. Aber vielleicht lagen wir ja, das sieht man daran, dass wir mit unserer Planung gar nicht so verkehrt liegen. Mhm. Beim Rumble wird es dann halt das Rückmatch geben. Dass Alberto denn doch vielleicht für viele auch etwas überraschend gewinnen kann. Und Big Show ist natürlich dann etwas sauer. Und wie wir ja wissen, ist normalerweise zumindest das Rumble-Match selber der Main-Event. Wird also danach folgen. Was bedeutet, Big Show hat noch die Chance, in dem Rumble selber teilzunehmen. Vorher wird aber Ryback noch eine kleine Promo backstage geben. Wird von Josh Matthews interviewt. Und wird sagen, feed me more. Big Show wird dann immer noch etwas angepisst sein. Läuft an ihm vorbei und sagt, vergiss es. Ich schnapp mir das Ding. Denn der Titel gehört mir und ich will ihn wieder haben. Wird dabei Ryback noch zu Boden schuppen, der wieder aufsteht. Weil Ryback kann nichts am Boden halten. Weil er eben Ryback ist. Ja. Und wird dann wie immer böse gucken. Und wird dann noch sagen, feed me
Show. Und alle in der Halle. Feed me Show. Ja, ich sehe es vor mir, aber sowas von. Ja. Oh, war ja. Irgendwann im Rumble-Match selber, Big Show mit seiner Kraft und seiner Frustration wird alle, die zu dem Zeitpunkt, als er in den Ring kam, sich im Ring befanden, aus dem Ring geworfen haben. Und alle schon Goldberg, Goldberg chanten. Und dann ertönt halt Feed Me More. Ryback, wie von einer Tarantel gestochen, wird in den Ring rennen, so schnell er halt rennen kann. Und wird dann erstmal seine Clotheslines auspacken, bevor Big Show überhaupt reagieren kann. Doch Big Show geht nicht so einfach zu Boden. Er wird Ryback seine Faust verpassen. Aber Ryback steht wieder auf, weil er ist Ryback. Wovon Big Show denn doch etwas geschockt ist, ein bisschen, ein paar Schritte zurückgeht, sich an den Seilen stehend befindet und Ryback dann mit seiner Mitoklos dann angerannt kommt, dabei aber doch etwas zu viel Schwung hat. Er ist halt auch nicht der Intelligenteste. Und dann halt nicht nur Big Show übers oberste Seil befördert, sondern er gleich selber mit drüber fliegt. Mann, Ryback, echt mal. Ja. Was nicht nur bedeutet, dass beide denn draußen sind, sondern auch der Ring ist leer. Ja. Ein Novum. Ein Novum, ja. bei einem Royal Rumble. Da wird sich der Nächste freuen. Big Show und Ryback werden sich dann natürlich noch ein bisschen weiter prügeln. Und das wird sich dann auch über die nächsten Wochen hin fortziehen, dass die beiden immer mal wieder aneinander geraten. Aber Booker T will die beiden nicht, versucht immer wieder sie zu trennen, weil er Angst hat, wenn die beiden dann sich wirklich zu nahe kommen, dann wird irgendwer aufgefressen. Wahrscheinlich die Fans. Ja, das. Weil sowohl Ryback immer Hunger hat und Big Show, naja, sieht schon so aus, der wird auch immer was essen. Also am ehesten werden wahrscheinlich die Fans in Mitleidenschaft gezogen dann, ne? Ja. Oder ein paar Ringrichter. Das ist ja nur eine kleine Zwischenmahlzeit. Die Ringrichter haben auf dem Weg zu WrestleMania einiges einzustecken, aber kommen wir nachher noch zu. Ja. als die beiden werden dann natürlich, weil bei SmackDown so viele Leute laufen da nicht rum. Die beiden wollen sich immer in meine Wäsche gehen. Also wird der gute Booker T sagen, na gut, dann kommt, dürft ihr halt in die Chamber rein. Ein Ringrichter ist zwar dazwischen, aber naja, was soll's. Aber zumindest kann sonst nichts passieren, weil solange ihr nicht ausgeschieden seid, kommt ihr da auch nicht raus. Also kann da sonst nicht viel passieren. Leider nicht ganz zu Ende gedacht von Booker T, weil es ist halt Ryback. Wer weiß, vielleicht auch Big Show. Der ist ja auch dafür bekannt, öfters mal was kaputt zu machen. Im Laufe der Chamber, wenn dann beide sich offiziell im Ring befinden dürfen, wird einer von beiden, das lasse ich jetzt mal offen und überlasse das eurer Fantasie, was euch besser gefallen würde, wird denn außerhalb des Ringes auf diesem Metallrost stehen, in Richtung des Entrance-Bereiches, wo auch sich die Tür befindet. Und der andere wird dann einen auf Goldberg machen, was ja wieder zu Ryback passen würde eigentlich. Und wird dann jetzt Pierre zeigen, was beide denn durch die Tür, die ja, naja, hoffen wir mal, dass sie nicht zu fest ist und dass das auch klappt. Wir haben und dass sie nicht zu doll rausschnellt, dass sie irgendeinem Fan den Kopf abtrennt. Oder, naja, gut, ein Fan vielleicht nicht, dafür ist die nicht groß genug, aber wenn da so ein Ringrichter daneben steht, der ist dann platt. Ja. Der arme Mackie, oder? Wir gehen mal davon aus, das wissen wir nicht vorher, bevor es passiert. Aber wir werden das allen sagen, den Refs, die da dann auch da stehen, dass sie entsprechend den Kopf einziehen sollen. Ja, oder sich halt auf die andere Seite der Tür stellen. Ja. Oder in Blitzeseile, vielleicht beauftragen wir auch den Flash, ja, der dann einfach den Ref da wegzieht. Und ja, oder man nimmt Hornswoggle als Ringrichter, der draußen steht. Genau. Der ist so klein, da kann nichts passieren. Das würde sofort gehen, ja. Auf jeden Fall, beide fallen dann halt aus dem Ring, machen sozusagen den Jericho. Nur, dass die beiden nicht wieder in den Ring kommen, sondern sich einfach, weil
Was können sie sonst? Sie prügeln sich. Und weil sie den Weg nicht mehr in den Ring finden, sich beim Prügeln ein bisschen verlaufen. Ja, sie haben ihn vergessen, ja. Ja, das Match komplett vergessen, den Titel vergessen, weil Ryback hat sowieso Hunger und Metall schmeckt nicht. Prügelt er sich halt mit Big Show Richtung Buffet, also Backstage. Die Ringrichter werden sich kurz beraten, vielleicht kommt auch Booker T raus und dann wird halt beschlossen, die beiden sind offiziell raus aus dem Match, weil wer nicht mitmachen möchte, der fliegt. Ja, wer nicht will, der hat schon. Ja. Jo. Über die nächsten Wochen werden die weiterhin aneinander geraten, aber Booker T sagt, ne, nicht so einfach bei SmackDown oder bei Raw, jetzt wollen wir damit auch Geld verdienen. Weil er ist ja halt auch ein bisschen Kapitalist. Ja gut, eigentlich ist es Vince, aber naja. Also werden die beiden wahrscheinlich dann im letzten Akt eine No-Compete-Klausel, eine No-Touch-Klausel, was ja nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal wird. Richtig. Auferlegt bekommen und werden dann halt bei WrestleMania aufeinandertreffen. Lange Rede, kurzer Sinn. 2 Minuten Squash, Ryback besiegt Big Show. Großartig, oder Leute? So ein Aufbau. Und dann macht Klack, Bums, Kratsch. Feed me more. Das Publikum wird wahrscheinlich trotzdem glücklich sein darüber. Und für alle, die nicht glücklich darüber sein könnten vielleicht, haben wir entsprechend das nächste Match. Und das ist CM Punk gegen Seth Rollins. Aber dazu werde ich jetzt noch nichts sagen, weil es unsere Hauptstory ist. Und die erklärt sich daran, dass wir den Main Event und auch nachher das Tag Team Turmoil Match erklären. Und deswegen gehen wir direkt weiter, nämlich zwischen dem Match CM Punk gegen Seth Rollins und dem darauf folgenden Brock Lesnar gegen Triple H, wo komme ich gleich zu, haben wir die Hall of Fame. Also ihr wisst ja, einen Tag vorher gibt es immer die Hall of Fame Induction Ceremony. Und unsere Hall of Fame Class of 2013 ist als Hauptinductee, also der Hauptaufnahme, die auch schon am nächsten Montag, ja, Entschuldigung, dass ich euch das jetzt versaue, aber am nächsten Montag die Ankündigung, die getroffen wurde, auch schon beim letzten Raw, es wird The Rock sein. The Rock ist der Hauptinductee in die 2013er Ruhmeshalle der WWE. Und dann als Nummer 2 kommt vielleicht die größte Überraschung, beziehungsweise die kleinste Überraschung, denn es wird eine weiße Socke aufgenommen. Ja. Nicht Mick Foley, sondern wirklich die Socke. Ja, nein, Mr. Socko wird aufgenommen. Nein, ist natürlich ein Gag. Mr. Socko wird nur die Einführungsrede halten. Ja. Und dann wird auf einmal wie als wenn wir bei Harry Potter wären oder bei David Copperfield, wird auf einmal Mick Foley erscheinen. Boah. Und alle werden sich fragen, wo kommt der denn her? Da war eben noch die Socke da, was ist denn hier los? Ja. Tja. Auf jeden Fall haben wir dadurch die Rock and Sock Connection. Wieso, weshalb, warum sie sich nicht gegenseitig induktieren werden, werdet ihr noch im Laufe der Sendung erfahren. Man könnte es vielleicht trotzdem machen, weil am Ende ist es halt die WWE und die Hall of Fame. Es sollte auch immer ein bisschen abseits dessen, was in der WWE passiert, gewertet werden. Aber wir machen es so, The Rock nimmt sich selber in die Ruhmeshalle auf und Mick Foley auch. Also bei Mick Foley halt die Socke, Entschuldigung, die Socke. Ja. Als dritter Teilnehmer oder dritte Aufnahme in die Hall of Fame dieses Jahr haben wir Brian Pillman. Die Anzeichen dafür haben sich schon aufgetan, dadurch, dass er im aktuellen WWE 13 Spiel ist und er hätte einfach verdient. Er wurde nicht wie viele andere eben sofort aufgenommen nach seinem Tod, sondern es ist eine Weile her. Und es passt auch gerade wieder ganz gut. Wir haben es steht eine neue Best of WCW Nitro an. Und da ist auch ein Brian Pillman Match dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das würde auch vielleicht sogar so ein bisschen passen, kann man ein bisschen daran promoten zum Teil. Also Brian Pillman als weitere Aufnahme. Dann als nächstes haben wir eine Frau. Vielleicht eine der wichtigsten Frauen in der Geschichte der WWE. Einfach weil sie eine der ersten war. Man möchte jetzt nicht sagen, vielleicht das Damen-Wrestling in der WWE vorangebracht haben in der neueren Vergangenheit. Die Rede ist von Sable. Der, ich glaube, immer noch Ehefrau von Brock Lesnar. Mhm.
Sie, ja, doch eigentlich war Sable die erste Frau, die wirklich, naja gut, vielleicht nach Sunny. Aber Sunny ist ja damals nicht viel in den Ring gestiegen, war ja Matt Begleiterin. Also zumindest von der, wenn wir das jetzt so sprechen, so ein bisschen neueren Generation. Ne? Ich meine, früher waren natürlich Sherry und Moolah und Mae Young und Wendy Richter und so, darf man alle nicht vergessen. Aber neuere Generation ist schon Sable eine von denen. Vor allem auch, weil sie das, was sonst die Herren vorangetragen haben, dieses Attitude. Also nicht das Attitude Era, sondern dass sie eine gewisse Einstellung hat, was die Damen bis dahin immer nicht hatten, sondern sie waren halt Begleitung. Und Sable hat es dann mal wieder geschafft, dass die Damendivision eine gewisse Wichtigkeit bekommt. Genau. Alrighty, nächster Inductee war das letzte Mal bei TLC zu sehen. Und zwar als Tag Team Partner von Alberto Del Rio und The Miz. Und Klingelingeling, es ist der Brooklyn Brawler. Und das ist eigentlich auch schon alles. Der hätte es verdient, er ist lange genug dabei. Er ist Agent und alles, was er da Backstage macht. Also Brooklyn Brawler, eine weitere Aufnahme in die diesjährige Hall of Fame. Ja. Als nächstes haben wir dann das obligatorische Tag Team. Und wenn man an Tag Team Wrestling denkt, gibt es ein Team, das, naja, eigentlich ein bisschen überraschend noch nicht aufgenommen wurde. Denn ihr letzter wirklicher Run in der WWE ist auch schon eine ganze Weile her, sind die New Age Outlaws. Also BG James und Mr. S, Billy Gunn. Die wir ja erst bei den Slammy Awards wieder gesehen haben. Der Road Dogg und Billy Gunn, also könnten ja sogar beide nicht nur als Outlaws aufgenommen werden, sondern auch jeweils aus Einzelbereich. Billy als Teil von diversen Tag-Teams und Road Dogg gleichzeitig als Teil der Armstrong-Family. Also denke, muss man nicht unbedingt begründen. Als Outlaws hatten sie halt ihren erfolgreichsten Lauf, ne? Ja. Gut. Und neben The Rock ist die Hauptaufnahme dann wahrscheinlich die Überraschung, die jetzt alle mit dem Schlag treffen wird. Und das ist der Macho Man Randy Savage. Weil, ganz einfach, er gehört dahin. Punkt. Und ich bin mir sicher, Vince McMahon springt auch über seinen Schatten und wir werden den Macho Man Randy Savage in der 2013 Hall of Fame sehen. So. Ja. Die kommen natürlich dann alle dann irgendwie raus. The Rock nicht. Ja, erklären wir noch warum nachher. Im Falle der, das klingt jetzt doof, im Falle der, die gestorben sind, natürlich nicht, sondern Repräsentanten, so wie man das eben kennt. Und alle werden eben von Howard Finkel kurz vorgestellt, dass sie eben die Hall of Fame Class of 2013 sind. So. Nach diesem Tohubabohu, geht's weiter mit Brock Lesnar und Triple H. Ja. Lesnar und Triple H haben wir ja das letzte Mal in einem Match, müsste sogar eigentlich gegeneinander gewesen sein. Ich glaube, danach hatte Lesnar kein Match mehr, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Und die Story ist relativ einfach erzählt. Bei Elimination Chamber, wo wir später noch zukommen, wird der gute Triple H ein Match haben. Und zwar gegen unser aller Lieblings- Superhelden. Yippie, John Cena. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das wird euch der Matze nachher erzählen. Auf jeden Fall in das Match greift nicht wirklich verwundernswert der gute Brock Lesnar ein, was denn dazu führt, dass spätestens vielleicht bei War, beim darauffolgenden War, vielleicht auch eine Woche später, je nachdem, vielleicht braucht Triple H erstmal wieder ein paar Wochen, um sich auszukurieren. Kommt dann wieder komplett bandagiert rein und sagt, Brock, so nicht. Du, ich und du, Müllers Kuh, WrestleMania. Let's do it. Man. Ja. Der gute Brock wird sich dann natürlich, weil so viele Auftritte hat er ja nicht. Das wäre ja auch zu schön, wenn er jede Woche da wäre. Wird sich dann wieder ein, zwei Wochen Zeit lassen. Vielleicht schickt er auch nur Paul Heyman vor. Und wird dann sagen, on. Und schon wären wir bei dem Match. Jo. Vorher gibt's noch die, ja, leider auch schon etwas obligatorische Vertragsunterzeichnung. Vielleicht wird's auch den einen oder anderen Pedigree geben. Oder den einen oder anderen F5. Vielleicht auch gegen Paul Heyman.
Also den Pedigree, nicht den F5. Das wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Und so Triple H und Paul Heyman sehen sich dann doch unterschiedlich genug, dass Brock Lesnar das nicht verwechseln kann. Mhm. Gewagte Aussage, aber können stimmen, ja. Ja gut, wenn die beide im Anzug stecken, ich habe es jetzt noch nicht so oft nebeneinander stehen sehen, vielleicht. Aber jetzt hat inzwischen hat ja Paul längere Haare. Also das sollte schon gehen. Da sollte der kurzsichtige Brock Lesnar hinkriegen. Ja, denn das ist das Problem. Denn Lesnar trägt ja keine Brille. Und da ist es dann manchmal schwierig, so Leute auseinanderzuhalten. Aber wir hoffen einfach, dass er den richtigen erwischt. Ja. Also gesagt haben wir es ihm, aber man weiß ja nie, was der Lesnar so alles macht. Ich kenne ihn ja. Ja, das alte Monster. bei WrestleMania werden dann die beiden in einem, epischen Match. Auf jeden Fall in einem sehr harten Match mit dem einen oder anderen Milliliter Blut. Milliliter? Weil, mehr darf nicht. Sonst kommen wieder die Doktoren angerannt. Ja. Und dann wird erstmal 5 Minuten unterbrochen, damit da einer ein Pflaster drauf kriegt. Und das ist nicht möglich, weil wir haben einen ganz, ganz strikten Zeitplan. Ja. Ja. Dafür ist entweder nur ein bisschen bluten oder richtig. Also so, dass man es nicht mehr verduschen könnte, dann wäre es auch okay. Aber ein bisschen bluten ist schlecht, also, ne? Ja. Dann nimmt halt Triple H eine kleine Blutkapsel und spuckt dann zweimal auf den Boden. Röp. Ich sehe das schon vor mir. Nein, mach weiter. Am Ende wird's dann nicht so laufen, wie die meisten denken, und der gute Triple H wird nicht gewinnen, sondern es wird am Ende den F5 geben und den klaren Sieg für Brock Lesnar. Wir hatten, also zumindest habe ich das, wir haben das jetzt gar nicht so richtig, aber wir hatten erstmal überlegt, vielleicht Shawn Michaels mit einzubeziehen. Aber wenn, dann macht es hier einfach Sinn, am ehesten Paul Heyman und Stephanie McMahon in die Ecken zu packen, ansonsten wird es zu groß und zu viel. Und da es in der Mitte der Card ist, würde ein Shawn Michaels wahrscheinlich da das eher kaputt machen, dass das helfen würde. Ja, und also gerade Stephanie und Paul Heyman, wie die beiden sich dann anzicken und es dann einen kleinen Catfight gibt. Ja. Das ist so schön, das möchte ich sehen eigentlich. Genau, wahrscheinlich wird Vicky Guerrero doch irgendwie mit reinrutschen, weil sie halt inzwischen, also bis WrestleMania wird sie halt die Lebensabschnittsgefährtin von Paul werden, ja, das können wir mal so ganz nehmen, das ist eine ganz unwichtige Nebenstory, aber wahrscheinlich wird Vicky dann auch irgendwo mit auftauchen. Ah, Hochzeitsglocken, schön. Ja, also, Lesnar gewinnt, ja. Ja. Alle geschockt. Und es kommt direkt der nächste Schocker, denn das längste Match des Abends steht an. Ist es das längste? Ja, ich glaube schon. Ja. Nämlich John Cena gegen Undertaker. Und das ist eine der Geschichten, die ein bisschen umfangreicher sind. Vielleicht auch gar nicht so umfangreich, weil vieles selbsterklärend ist. Aber es beginnt recht einfach. Und zwar wird John Cena jetzt am kommenden Montag in den 20 Jahre Raw Special wird er rauskommen. Und sagen, ich habe letzte Woche Dolph Ziggler besiegt, damit habe ich eigentlich mein 2012, wie es eben endete, ausgeglichen. Aber um das ganze Jahr zu retten, gibt es nur einen Mann, der mir da helfen könnte, nämlich wenn ich den Undertaker besiege. Und deswegen, Undertaker, fordere ich dich für WrestleMania heraus. So, ist ja alles noch relativ human. Ist ein John Cena, der sagt, hier Leute, alles schön und gut, Hustle, Leute, Respekt. So, in den Folgewochen ergibt sich halt, dass John Cena gegen Leute antritt, die der Undertaker bei WrestleMania schon besiegt hat. Das sind dann eben allen voran Tensai. Wir gehen davon aus, dass er nach wie vor Tensai heißen wird und auch eine Zusammenarbeit mit Santino haben wird. Kommen wir auch gleich noch zu. Also, A-Train wurde ja von Undertaker bei WrestleMania in einem Handicap-Match mit Big Show besiegt. Also darf John Cena in den Folgewochen nach dieser Promo sozusagen, die immer noch unbeantwortet ist, muss man auch vielleicht auch noch sagen. Undertaker reagiert nicht auf dieses, sondern John Cena schnappt sich einfach nach und nach immer Gegner vom Undertaker, die er in der Streak hatte. Tensai ist einer. Big Show ist einer. Und dann sagt John Cena, okay, der Undertaker hatte aber beide gleichzeitig, also Folgewoche, Handicap-Match, gewinnt John Cena auch. Dann kommt der erste relative schwere Gegner, der aber auch noch bei Raw stattfinden wird, nämlich Randy Orton. Aber auch den besiegt John Cena. Und
dann kommt halt die große, was eben auch schon der Jan vorhin gesagt hat, dieses Match beim Elimination Chamber, das fordert nämlich John Cena. Triple H ist da überhaupt nicht begeistert von. Aber John Cena fordert Triple H, wir verstehen uns gut, du weißt, wie es bei dir war, du wolltest Undertaker unbedingt besiegen, jetzt bin ich in dieser Position, hilf mir bitte, gib mir dieses Match, ich will beweisen, dass ich das schaffe. Daraufhin sagt halt Triple H, ja, kein Ding, machen wir, ne, bliblablub. Und wie der Jan eben schon gesagt hat, beim Elimination Chamber greift halt Brock Lesnar dann für, in dem Sinne, John Cena ein. Dadurch gewinnt John Cena auch dieses Match. Nach dem Match allerdings greift sich halt Lesnar immer wieder Triple H und John Cena hilft ihm aber nicht. Also Triple H geht, hat ein Lächeln im Gesicht und geht. Ja. Angekommen auf Höhe des Throns, des Titantrons, beim Elimination Chamber gibt es halt diesen Blitz, den Undertaker-Blitz. Und auf dem Titantron erscheint dieses Counterfeit vom Undertaker und der sagt eben John Cena, das Match steht. Du kriegst das, was du willst. Ich mag dich eigentlich, also er wird nicht sagen, ich mag dich eigentlich, ich will dieses Match eigentlich nicht, aber du hast dich bewiesen, ja, und ich will dir diesen Wunsch erfüllen. WrestleMania Undertaker gegen John Cena steht also. Aber in den Folgewochen hat John Cena eben diesen Gesinnungswechsel und der ergibt sich direkt einen Tag drauf bei Raw nach dem Elimination Chamber, nämlich Ric Flair kommt dazu, also John Cena hält eine Promo und erklärt sich aber gar nicht so richtig, ja. Vorher gibt es Backstage-Segmente mit Santino, an denen er einfach weggeht, also gar nicht mehr so reagiert, wie ein John Cena es eben tut, sondern einfach, ja, anders ist, ja. Dann kommt halt Ric Flair raus und will ihn zur Rede stellen, warum hast du Triple H nicht geholfen? Evolution-Hintergrund zwischen Ric Flair und Triple H ist relativ offensichtlich. Mit dem Hintergrund, dass John Cena auch gerade den Slammy abgegeben hat an Ric Flair, hat diese ganze Geschichte eine automatische Brisanz. Und es endet halt damit, dass Ric Flair den Attitude Adjustment abbekommt von John Cena. Und damit ist John Cena das, was alle immer wollten, heel geturnt. Mit dieser Aktion. In den Folgewochen nach der Attacke von Cena auf Flair kommt eben auch ein Triple H nochmal zurück und die beiden haben halt auch immer wieder einen Brawl, aber kein weiteres Match natürlich, sondern eben das Ric Flair soll gerecht werden von Triple H. Allerdings ergeben sich im Laufe, also zwischen dem Elimination Chamber und WrestleMania gibt es ein Raw Special und zwar dieses Blast from the Past. Ja. Und da gibt es unter anderem ein Piper's Pit, natürlich moderiert von Roddy Piper. Zu Gast ist Jimmy Snuka. Ja, sollte jedem bekannt sein, wieso, weshalb, warum, hat es schon mal gegeben, aber ist nicht schlimm. John Cena unterbricht das Ganze, weil er ja feststellt, ach ja, Jimmy Snuka ist ja auch einer von denen, die Undertaker schon besiegt hat, sogar der erste, ja, bei WrestleMania 7 damals. Nee, bei WrestleMania, doch, WrestleMania 7 ist richtig. Und schnappt sich halt beide, verpasst sowohl Snuka als auch Piper das Attitude, oder den Attitude Adjustment und hat sozusagen auch Jimmy Snuka von seiner Checkliste sozusagen abgehakt. Und ebenfalls in den Folgewochen danach sind auch Kane und Mark Henry Gegner von John Cena, die er aber immer besiegen kann. Und ja, Kane und Mark Henry sind halt, also Mark Henry kehrt beim Elimination Chamber zurück. Und in der Folgezeit ergibt sich auch eine Zusammenarbeit zwischen Kane und Mark Henry, die aber jetzt noch unbedeutend ist. Aber John Cena besiegt einfach alles, ja, was der Undertaker auch schon besiegt hat. Und beide eigentlich in WrestleMania natürlich, klar, ein riesiges, pompöses Auftreten von beiden. Eine gute Dreiviertelstunde kriegen diese Einzüge und Matchzeit und alles, was danach passiert. Aber am Ende, ihr könnt jetzt durchatmen, Undertaker besiegt John Cena. Aber John Cena hat sozusagen das letzte Wort, indem er eben Undertaker doch noch eine Aktion verpasst, aber am Ende ist es eben doch so, dass der Undertaker sich doch nochmal feiern lässt und ja, so sind alle glücklich sozusagen im Publikum. Undertaker geht auf was ist das dann, 21-0, ne? Ja. Ja, was ist das war dieser 20-0, ne? Ja, 20-0, dann müsste die 21 fallen. Genau, also die Frage ist weiterhin, wird er bei WrestleMania 30 besiegt und da sehen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr weiter. Also Undertaker gewinnt gegen John Cena. Danach gibt es Musik zum Runterkommen und zwar das WrestleMania-Theme haben in diesem Jahr Fozzy. Ja, so hat auch Chris Jericho seinen WrestleMania-Auftritt und Fozzy steuern God Pounds His Nails dazu.
spielen das ganze Lied live zum Runterkommen nach Lesnar, Triple H und Cena, Undertaker. Und ja, sozusagen die Brücke zu dem, was noch kommt. Und das ist jetzt diese, ja, eigentlich große, große WrestleMania-Story, die wir uns hier ausgedacht haben. Ja. Ja, schon mal ein paar ordentliche Schocker mit bei gewesen. Ja, aber jetzt kommt ja eigentlich, also jetzt die richtigen Schocker kommen ja jetzt erst noch. Ja. Wenn wir jetzt da ganz ehrlich sind, vor allem auch im Vorfeld zu WrestleMania. Ja, absolut. Da steht das Tag-Team-Turmoil-Match an. Ja. Die Regeln haben wir recht einfach bestimmt, dass der Titel in diesem Match so oft wechseln kann, wie er will, aber nur wer am Ende mit den Titeln dasteht, ist Champion. Also wenn der Titel, weiß ich, 45.623 Mal wechselt, dann ist das eben so. Es wird trotzdem nur ein Champion in das Match und ein Champion aus dem Match gehen. Der Titel wechselt also rein formell nur einmal. Ich denke, das war zu verstehen. Also, wir müssen aber erstmal erklären, wie es überhaupt zu all dem kommt. Ja. Ne? Vor allem, wie es dazu kommt, dass die Champions zu dem Zeitpunkt die Champions sind. Ja, und das sind nämlich Dean Ambrose und Roman Reigns. Der Schreihals, was ich auch so absolut großartig finde, wie er das macht, besiegen nämlich, und wieder sind wir beim nächsten Raw, besiegen beim nächsten Raw Team Hell No. Das heißt, Dean Ambrose und Roman Reigns gewinnen gegen Team Hell No und sind ab dem nächsten Raw neue Tag Team Champions. Aber Jan, wieso passiert das Ganze? Also, dass die Titel bekommen? Ja, die hatten ja Hilfe. Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Jetzt komme ich kurz selber auf den Schlauch. Kein Problem. Wie wir es ja von Shield kennen, sie sind nie alleine. Doch überraschenderweise ist es nicht, beziehungsweise nicht nur, der gute Dean Ambrose und Seth Rollins stehen im... Nee, Seth Rollins. Boss. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Seth Rollins und Roman Reigns. Ganz ehrlich, die beiden bringe ich immer vom Namen her durcheinander. Ich weiß auch nicht, immer wenn ich Roman Reigns sagen will, sage ich oft Seth Rollins. Macht ja nichts. Also Ambrose und Reigns stehen im Match. Ja, und Rollins, wo die beiden sind, ist er immer nicht weit. Doch er wird irgendwann während des Matches rausgeschickt. Weil irgendwann ist es dem Ref wie denn doch etwas zu viel. Es gibt immer da diese kleinen Nicklichkeiten. Vielleicht sieht er auch mal, wie Rollins mal das Bein von Kane oder Daniel Bryan festhält. Aber irgendwann, Richtung Endphase des Matches, wird dann, wie nicht anders zu erwarten bei The Shield, aus dem Publikum ein, na, sagen wir mal, etwas behaarter Mann über die Absperrung springen und in das Match eingreifen, was der Referee natürlich nicht sieht, weil sonst wäre es eine Disqualifikation. Natürlich. Und die Titel wechseln nicht. Also muss der Referee in dem Moment gerade woanders hinschauen. Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten für. Klar. Wird eingreifen und Hell No verlieren das. Der Mann ist vielleicht etwas überraschend, wird der gute Cassius Ohno sein. Genau. Also den meisten, oder was heißt den meisten, vielen vielleicht auch als Chris Hero bekannt. Der Mann, der fast aussieht wie der große Bruder von Daniel Bryan mit seinem Bart, zumindestens. Brüder im Barte sozusagen. Im Barte. Okay. Ja, und schon hat sich auch, wer die Jahresabschluss, das hier in Review gehört hat, schon meine erste Feuersage bestätigt, die ich da getroffen habe, schied sie nicht mehr zu dritt. Überraschung, Überraschung. Ja. Und sie werden nicht zu viert bleiben. Nein, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Genau so ist das. Es wird dann natürlich da, wie The Shield, auch Daniel Bryan und Kane im Rumble-Match selber stehen, wird es da kein Rückmatch geben, sondern das große Rückmatch wird es erst bei Elimination Chamber geben, wo sich The Shield nochmal durchsetzen können. Und da war ja schon, wie man vielleicht an der Karte gemerkt hat, dass Daniel Bryan was anderes zu tun hat, kann Kane halt nicht mit ihm sich bis WrestleMania mit The Shield beschäftigen. Und da es auch noch andere Tech-Teams gibt, die Ansprüche stellen, wird dann halt entschieden, jeder darf.
Jeder, der möchte. The Shield in, also wir kommen nachher noch zu, wer alles genau, aber jeder Teilnehmer von The Shield stellt eine offene Herausforderung für WrestleMania aus. Und wir haben es vorher gesagt, CM Punk nimmt die Herausforderung von Seth Rollins an. Kommen wir gleich noch zu, wie sich das ergibt. Und da einfach zu viele Tag-Teams herausgekommen sind auf die Anfrage der Tag-Champions Reigns und Ambrose, beschließen halt Vicky Guerrero und Booker T zusammen, okay, wir geben alle diesen Teams die Chance, wir mögen The Shield ohnehin nicht, also setzen wir dieses Tag-Team-Turmoil-Match an. Und dafür, die Regel haben wir ja erklärt. Ja, also für die, die noch nicht genau wissen, was ein Turmoil-Match eigentlich ist, zwei Teams fangen an, ist eins ausgeschieden, kommt das nächste. Genau. So einfach ist, bis alle Teams durch sind. Genau. Und die Champions haben natürlich die schlechten Karten, weil sie müssen anfangen. Genau. Und kleiner Effekt am Rande, wer sich schon immer gefragt hat, was da eigentlich genau am Anfang vom Theme von Shield gesagt wird, ich habe es mal aufgeschrieben. Okay. Weil ich mich das ich habe immer nur Echo verstanden. Und habe immer überlegt eigentlich auch, was der Rest, ich habe es nie so richtig verstanden. Mhm. Aber, oh Wunder, Google hilft. Also, jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das offizielle Militär-ABC ist, aber Shield als Militär-ABC. Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Ah, macht Sinn. Ja. Cool. Also von Indien bis nach Lima sind da alle im Hotel. naja. Aber das führt jetzt zu weit. Ja. So. Das kommt mal in einem anderen What-If. Was machen die Wrestler in Hotels in komischen Ländern? Ja. Vielleicht auch nicht, aber wir haben, ne? Gibt ja mal Möglichkeiten. Ja. So. Dann kommen wir schon zu den ersten Herausforderern. Und das ist, ja, der von vielen Geliebte, von vielen Gehasste, Meister der Comedy in der WWE, Santino Marella, unser italienisches Wunder. Und er wird den Mann an seiner Seite haben, mit dem er auch einen Slimmy vergeben hat. Dem Shockmaster, ja. 2012. Ja, ich. Oder 2000, ja doch, ist richtig. Ja, ich habe jetzt überlegt, wie man es am besten beschreibt. Der Mann, der ins Land der aufgehenden Sonne ging, um wiederzukommen, um vor Job zu werden. Und hinzufallen. Sei. Ja, das auch. Und den schönen Eisbeutel im Kopf kleben zu haben. Das ist aber lustig. Gut, da muss ich sagen, da habe ich gelacht. Und da habe ich auch das Potenzial von beiden erkannt als Team. Aber wie es leider oft so läuft, die Fans kriegen nicht das, was sie wollen. Und die Shield kann die beiden besiegen. Aber das war es natürlich noch nicht, weil es sind ja viele Teams da. Also wirklich viele. Ja, ihr werdet euch wundern. Da werden wir werden jetzt hier sitzen bis morgen früh. Ja. Also wehe, ihr guckt jetzt darauf, wie lange die Sendung geht und merkt, dass das gar nicht stimmt, aber wer sich genau spoilert, ist selber schuld. Ja. Als nächstes haben wir dann den Kanadier und den Südafrikaner. Also die kanadisch-afrikanische Vereinigung. Tyson Kidd und Justin Gabriel. Australisch, nicht afrikanisch. Ist er nicht Australier? Nee, Südafrikaner, ne? Nee, Entschuldigung. Ja. Was wäre es, Australier bei der WWE? Ist egal, mach weiter. Ich stehe auf dem Schlauch gerade. Ja, er ist der Werwolf aus aus Kapstadt. Wenn ich jetzt richtig. Ja, ja. Er wurde mal so angekündigt als Cape Town Werewolf. Ja? Der okay. Gute Gabriel. Okay. Oh ja. Na gut. Gut, dass es nicht mehr gemacht wird. Ja. Ja, vielleicht hat man da gedacht, naja, Twilight, Werwölfe, vielleicht funktioniert es bei den Mädchen, aber naja. Egal. Ja. Aber auch die beiden werden es leider nicht schaffen, aus Sicht von einigen Fans. Und die bösen Ambrose und Reigns werden die Titel erstmal noch behalten können. Genau. Genauso behalten können werden sie sie gegen die Usos. Jimmy und Jay, die Söhne von Rikishi, sind die nächsten Teilnehmer. Aber auch sie werden nicht erfolgreich sein gegen das Schild. Also Ambrose und Reigns besiegen auch das dritte Team in Folge. Und jetzt wird's
schwierig für das Schild, denn die nächsten Teilnehmer sind Alberto Del Rio und Shelton Benjamin. So, Alberto als ehemaliger World Champion hat ein bisschen Probleme gehabt, sich dann nach der Niederlage beim Elimination Chamber halt wieder zurückzukämpfen. Und jemand, der ihn aufgefangen hat, ist Shelton Benjamin, der gesagt hat, du bist genauso der Goldstandard wie ich, ja, also sind wir jetzt ein Team. Also wir tun uns jetzt zusammen, er sagte, wir sind jetzt ein Team. Wir tun uns zusammen und lass uns doch auf den Tag-Team-Titel gehen. Und Alberto ist natürlich sofort davon überzeugt, Ricardo nickt auch die ganze Zeit ganz glücklich. Und so haben wir also The Gold Standards. Alberto Del Rio und Shelton Benjamin als Team hier in diesem Tag Team Turmoil Match. Und die beiden arbeiten auch wirklich gut zusammen. Und es gibt auch wirklich so eine Situation, wo alle schon denken, jetzt ist es vorbei. Denn es gibt Pay Dirt von Shelton gegen Dean Ambrose und sofort der Cross-Armbreaker hinterher. Aber Roman Reigns zieht Ambrose im letzten Moment dann doch noch irgendwie in die Seile, dass das Match beendet, also nicht beendet werden kann, verpasst entsprechend den überraschten Alberto Del Rio den Spear und so kann das Schild gerade noch so sich den Gold Standards entledigen. Danach kommen die beiden maskierten Männer. Rey Mysterio und der gute Sankara, die in dem Moment wahrscheinlich als Favoriten gelten dürfen, da der gute Dean Ambrose doch sehr angeschlagen ist. Doch wie es so oft passiert, Sankara wird mal wieder eine Aktion abfacken. Vielleicht auch mit der Hilfe von Roman Reigns. Dass er wird versuchen, einen seiner Springboard-Aktionen zu zeigen. Aber Reigns wird ihn einfach, na sagen wir es mal so, leicht stoßen, sodass der gute Sin Cara vom obersten Seil rausfliegt und etwas unsanft landet. Aber das dürfte er jetzt schon gewohnt sein. Und so haben es denn der angeschlagene Dean Ambrose und Roman Reigns etwas einfacher und schaffen es dann doch am Ende mit etwas Mühe und Not Rey Mysterio bis 3 unten zu behalten. Als nächstes kommt vielleicht eins der Überraschungsteams, die auch schon etwas früher in der Show zu sehen waren, denn es sind die Neu-Hall of Famer der Road Dogg, Jesse James und Mr. S. Billy Gunn. Die New Age Outlaws. Die beiden, so erfahren wie sie sind, schaffen sie es denn tatsächlich zur, vielleicht Überraschung einiger, den guten Dean Ambrose in den Ring zu kriegen. Roman Reigns wird etwas abgelenkt. Und der Fame-Esser beendet dann die Sache. Und damit waren die Champions mal Champions. Wollen natürlich auch zurück ins Match, aber werden natürlich auch von den Offiziellen zurückgehalten, weil die Regeln sagen nun mal, ihr kriegt jetzt nicht das Rückmatch, ihr habt die Titel verloren. Das ist leider die Regel des Turmoil-Matches. Also sind momentan die Tag Team Champions die New Age Outlaws. Dann kommen die Primetime Players und es geht aber einfach zu schnell, denn sofort gibt es eben wieder den Fame-Esser und bevor überhaupt beide Primetime-Players im Match sind, schafft es eben Billy Gunn direkt Darren Young zu besiegen und das ist schon wieder vorbei. Also die Primetime-Players leider nur mit einem ganz, ganz kurzen Run-In und leider eben nicht erfolgreich. Und genauso nicht erfolgreich, aber in einem wunderbaren Match zwischen den New Age Outlaws und Primo und Epico schaffen es leider Letztere auch nicht. Aber vielleicht auch hier nochmal kleine Randnotiz. Sie werden zum Ring begleitet von Kalito, der inzwischen so eine Art Mentorrolle für die beiden übernommen hat. Genauso wie für Camacho. Unico ist nach wie vor verletzt. Aber Primo, Epico, Kalito und Camacho haben eine kleine Allianz. Und dementsprechend ist Kalito hier mit dabei. Aber Primo und Epico, trotz eines tollen Matches gegen die Outlaws, schaffen es nicht, die Outlaws zu entthronen.
Danach ertönt die Musik von Wade Barrett. Wir haben das vorhin gesagt. Er ist nach wie vor Intercontinental Champion. Und er kommt halt raus, hält eine kleine Promo von wegen, wie unfair das ist, dass der Intercontinental Champion kein Match hat. Also nimmt er sich jetzt vor, diese beiden Dinosaurier alleine zu besiegen. Er braucht keinen Tag-Team-Partner. Ja. Ja. Da hat er allerdings die Rechnung ohne den Wort gemacht. Ganz altes, schlechtes Sprichwort. Denn jetzt ertönt die Musik von Miz. Und Miz ist nicht alleine. Also er möchte nicht der Tag Team Partner von Wade Barrett werden. Das wäre ja auch noch zu schön. Sondern er hat einen alten, naja, alt ist er ja eigentlich nicht, aber ein wohlbekanntes Gesicht. Einen alten Weggefährten. Seite. Passt doch, einen alten Weggefährten. Ja. Nämlich den guten John Morrison, der schon etwas früher im Jahr, vielleicht beim Rumble, seine Rückkehr feiern wird. Und die beiden haben sich, denken sich dann, naja, warum nicht? Wir haben schon einmal relativ erfolgreich die Titel gehalten. Was wir einmal können, können wir nochmal. Und John Morrison sowieso, der ja auch so eine Art Tag Team Titel-Spezialist ist. Ich glaube, in seinem einen der ersten Matches überhaupt die Titel gewonnen damit mit Mercury. Und die beiden werden dann einfach an Wade Barrett, der etwas verdutzt, angepisst, da stehen, wird einfach vorbeigehen und sind die nächsten Gegner für die Outlaws. Das Match wird ein paar Minuten laufen, Wade Barrett wird immer noch draußen sein. Vielleicht setzt er sich auch zu den Kommentatoren oder schnappt sich zumindest ein Headset und sagt erstmal, ey, was wollen die beiden Arschlöcher hier eigentlich? Und er wird nicht Arschlöcher sagen, weil das versteht der Ami nicht und Assholes darf er nicht sagen, weil wir wissen ja PG. Ja, also sagt der Guys. Ja, genau. What are those two guys doing here? The Barrett Barrage. Also, ich kann das nicht, ja. Das Akzent, aber ich Wade Barrett. Und irgendwann im Match wird dann passieren, dass einer der beiden Miss oder Morrison auf dem Apron steht, also darauf wartet, dass er eingetaggt wird, weil sein Partner wird im Ring ein bisschen zusammengefaltet im Moment durch die beiden Veteranen. Und eigentlich steht der Hot Tag unmittelbar bevor, aber da ist halt noch jemand draußen. Und er wird einfach, sagen wir jetzt einfach mal John Morrison, einfach vom Apron runterziehen, ihm den Bullhammer verpassen. Und damit ist dann der Miss, der schon sehr angeschlagen ist zu dem Zeitpunkt, hat dann halt keine Chance mehr und muss sich am Ende den Outlaws geschlagen geben. Pech für die beiden. Barrett ist ein bisschen, naja, beruhigt, besänftigt, kann man vielleicht nicht sagen. Aber zumindest lässt das in dem Moment dann gut sein und verschwindet dann. Was dann die nächsten beiden auf den Plan ruft. Und das sind unsere, naja, möchte man sagen, man könnte durchaus sagen, unsere beiden Gebildetsten. Jetzt haben wir Cody Rhodes. Hoffentlich ohne Schnäuzer. Das immer noch aussieht, als ob er irgendwie, als ob da irgendwie eine große Raupe auf seiner Oberlippe sitzt. Oder Dreck im Gesicht. Ja, oder das. Oh Gott, wenn ich das mir jetzt bildlich wieder vorstelle, ist das furchtbar. Und der Mann, der sich einen ordentlichen Bart wenigstens wachsen lassen kann. Gandalf und Magnum. Hat John Cena gesagt. Ja, Gandalf und Magnum. Fand ich ganz lustig. Also er hat nicht viele Witze, die gut sind, aber Gandalf und Magnum fand ich gut. Ja. Ja, auf jeden Fall Team Road Scholars. Ja. Oh, jetzt stehe ich wieder komplett auf dem Schlauch. Macht ja nichts, ich fang dich auf. Also Cody Rhodes ist klar, aber jetzt zählt mir doch der Name von seinem Tag-Team-Partner nicht ein. Damien Sandow natürlich, oh Gott. Es ist bei so vielen Namen ist es manchmal echt schwer, die sich alle zu merken. Wir haben ja ein paar Namen hier. Ja. Die Outlaws, die jetzt ja auch schon eine ganze Weile im Match stehen und auch schon einige harte Gegner hatten, werden sich am Ende dann geschlagen geben müssen, da Rhodes und Sandow denn doch nicht nur sehr gut sind, sondern halt auch frisch ausgeruht
Und somit die Outlaws raus und Road Scholars vorübergehend die Titelträger. Genau. Sie denken, es kommt keiner mehr, lassen sich also schon feiern und sagen immer wieder, we are the Tag Team Champions. We are the Tag Team Champions. Ja, und mit natürlich einer natürlich da ganz klar das als ja, Anspielung auf dessen, was er gemacht, auf das, was er gemacht hat. Natürlich gibt es Feuerwerk, also Feuer, nicht Feuerwerk, sondern es gibt Feuer. Kane kommt also zum Ring und direkt an seiner Seite ist der, wie ich vorher schon gesagt habe, beim Elimination Chamber zurückkehrende Mark Henry. Also, wir haben zwei Monster, die auf dem Weg zum Ring sind. Einer davon ist pissed und der andere hat einfach wieder Bock, mal wieder was aufeinander zu reißen. Der eine heißt Kane, der andere heißt Mark Henry. Und die beiden machen recht kurzen Prozess mit Team Road Scholars. Und ja, Publikum ist glücklich, dass ja jetzt offensichtlich doch alles endet gut, ne? Hier Happy End und blablub. Kane und Mark Henry sind neue Tag Team Champions, aber es ertönt die Musik vom Schild. Und jetzt fragt ihr euch, wieso? Schild war doch schon bei. Ja, wartet's ab. Und zwar kommt Cassius Ohno raus und sagt, hat also ein Mikrofon dabei und sagt zu den beiden, die im Ring stehen, also Kane und Mark Henry, so nicht. Ihr habt ein Team vergessen und das bin ich mit jemandem aus meiner Vergangenheit und wir werden unsere gefallenen Brüder rächen. Und raus kommt Antonio Cesaro, genauso wie Cassius Ohno im Schild-Outfit. Und die Indie-Fans machen gerade Luftsprünge, genauso wie ich gerade gedanklich. Und die Kings of Wrestling gehen also in Schildklamottur zum Ring. Und mit Kraftdemonstrationen von Antonio Cesaro, der am Ende den Gotch-Style-Neutralizer gegen Kane durchsetzt, während Mark Henry von Cassius Ohno in dem ganz normalen Krawatt-Lock sitzt. Und ja, der Pin wird durchgezählt, Kane wird also gepinnt von Antonio Cesaro und das Schild, The Shield in Form von Cassius Ohno und Antonio Cesaro sind neue Tag Team Champions und das Match ist tatsächlich vorbei. Da es kommen Dean Ambrose und Roman Reigns dazu und alle vier lassen sich mehr oder weniger feiern, also das Match endet mit Titelträgern The Shield. Jedoch nicht mehr wie eingangs Dean Ambrose und Roman Reigns, sondern jetzt Antonio Cesaro und Cassius Ohno. Warum ist Antonio Cesaro überhaupt in der Lage, in diesem Match zu sein, haben wir vorher erklärt. US-Titel hat er verloren und daraufhin hat sich einfach ergeben, dass Cassius Ohno sich an ihn gewandt hat und er gesagt hat, du hast mehr verdient, schließ dich uns an. Und das ist eben ganz im Hintergrund passiert und bei WrestleMania wird es eben dann sozusagen bekannt gegeben, Und beginnt sofort mit einem Bang, denn die ehemaligen Kings of Wrestling sind neue WWE Tag Team Champions. Jo. Ja. So, und da macht es natürlich Klingelingeling bei ganz vielen Leuten in den Augen und überhaupt wahrscheinlich. Also, ja. Es ist einfach, es passt rein von der Geschichte her. Inzwischen, wenn ihr mitgerechnet habt, inzwischen ist das Schild zu fünft. Aber es reicht noch nicht. Wir sind nicht zufrieden mit fünf. Wir brauchen sechs. Aber da kommen wir gleich zu. Denn die andere Geschichte, die ja bei dieser WrestleMania passierte, habe ich vorher gesagt, ist CM Punk gegen Seth Rollins. Das also inzwischen schon passiert war. Warum ist es passiert? Im Elimination Chamber Match, in dem Raw Chamber, standen nämlich The Rock als Champion, kommt ja Jan gleich dazu, Seth Rollins, Cassius Ohno, CM Punk, der da zurückkehrende Mark Henry im Vorfeld nur als unbekannter Teilnehmer angekündigt und The Miz. In diesem Match ist es eben so, dass alle immer erwarten, The Shield in der Form halt Cassius Ohno und Seth Rollins helfen CM Punk, sicher den Titel zurückzugewinnen von The Rock. Aber in diesem Match gibt's halt irgendwann den Low Blow und danach diverse Attacken von Cassius und von Seth Rollins gegen CM Punk. Und am Ende ist es eben Seth Rollins, der nach dem Adabra-Kadabra, also diesem Kick, und vorher von mir aus auch noch die Buckelbomb, CM Punk eliminiert. Und alle stellen sich die Frage, was ist denn jetzt los? Aber da kommt gleich der Jan natürlich dazu. Und daraufhin hat natürlich CM Punk einfach die Schnauze voll. Von wegen, ihr habt mir doch vorher immer geholfen, warum auf einmal nicht mehr? Und fordert einfach das Match gegen Seth Rollins,
das ist der Aufbau in dieser Geschichte. Auf dem Weg dahin besiegt CM Punk sowohl Dean Ambrose als auch Roman Reigns, als auch Cassius Ohno in Einzelmatches bei Raw. Seth Rollins hat aber immer das letzte Wort, hat also immer die Möglichkeit, also immer die letzten Attacken in diesen Matches. Also es endet immer mit einem feiernden Schild über einem gefallenen CM Punk. Und bei WrestleMania selber findet halt dieses Match statt, CM Punk gegen Seth Rollins. CM Punk hat hier die klassische Tweener-Rolle. Der ist kein Guter, müsst ihr keine Angst haben, er turnt daran nicht Face oder so, sondern es soll einfach dargestellt werden, dass das Schild gegen alle ist. Und Punk hat entsprechend am meisten jetzt gerade gegen sie, weil sie ihn ja die ganze Zeit hintergangen haben. Denn wie ihr ja wisst, im Moment sieht es halt so aus, als ob sie für ihn arbeiten. Tun sie aber nicht. Und deswegen heißt CM Punk gegen Seth Rollins. Das Match gewinnt aber CM Punk, kann sich also sozusagen diesen Niederlagen, also Niederlagen waren es ja nicht, aber eben dieses Unterlegensein gegen Seth Rollins bei WrestleMania, kann er sich erwehren. Und CM Punk gewinnt also dieses, ja, zweitwichtigste Match, möchte ich fast sagen, vielleicht drittwichtigste Match bei WrestleMania gegen Seth Rollins in einem Clinic, möchte man sagen, 20 Minuten Wrestling, Catch as Catch Can, der ehemalige Tyler Black gegen CM Punk. Und ja, CM Punk gewinnt. So. Zwischen dem Tag Team Turmoil Match, ich rede gerade ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm. Zwischen dem Tag Team Turmoil Match und dem eigentlichen Main Event gibt's natürlich den obligatorischen Downer, so heißt der immer. Also nicht, das ist kein, ja, ihr wisst das schon. Und zwar Caitlyn gegen AJ. Und Caitlyn gewinnt beim Royal Rumble endlich den Titel von Eve Torres. Ja, ihr wisst das, AJ und Caitlyn geraten Backstage immer wieder aneinander, so auch über die komplette Road to WrestleMania immer wieder. Beim Elimination Chamber gibt's das Rückmatch zwischen Caitlyn und Eve Torres, das gewinnt aber Caitlyn ebenfalls. Nach dem Match kommt aber AJ zusammen mit Backup Big E Langston zum Ring und AJ attackiert entsprechend Caitlyn, verpasst ihr auch ihren Slice Bread und in den Folgewochen ergibt sich eben daraus das Match für WrestleMania, weil sowohl, also eigentlich will Vicky Guerrero ein Match gegen AJ, die wird aber bei Raw schon abgefertigt. Paul Heyman hilft ihr da zum Teil ein bisschen, aber das haben wir, wie gesagt, das ist eine Nebenstory, die wollen nicht zu tief greifen. Caitlyn hilft Vicky Guerrero in dieser Geschichte und so steht bei WrestleMania Caitlyn gegen AJ Lee um den Titel und AJ gewinnt erstmals in der WWE den Divas-Titel und nach dem Match, ähnlich wie vorher schon, nachdem Dolph Ziggler eingecasht hat, schnappt sich AJ das Mikrofon und sagt einfach Show off und tanzt. Wie nur sie es kann. Ja, und schon wären wir eigentlich beim Main Event angelangt. So ist das. Der, wie schon klar geworden ist, The Rock gewinnt den Titel. Das ist alles relativ schnell erklärt. Beim Rumble gewinnt er halt gegen CM Punk. Viele werden zu dem Zeitpunkt dann schreien, ach du Jemine. Weil sie denn schon befürchten, dass es der gute John Cena wird. Aber nein. Gott sei Dank nicht. Kann dann auch in der Elimination Chamber, wie ja eben schon angedeutet, den Titel verteidigen. Auch mit Hilfe vom Shield. Und steht somit dann als Champion bei WrestleMania. Der Herausforderer, Daniel Bryan. Viele werden sich, durften es schon erraten haben, er gewinnt den Royal Rumble. Denn wo wäre sonst der Rumble-Sieger? Da wird er, naja, es ist schwierig für ihn. So eine Mischung zwischen Shawn Michaels und Rey Mysterio. Der Kleine, der sich immer mal wieder schafft, aus brenzligen Situationen rauszuhalten, beziehungsweise sich noch gerade so festzuhalten. Und Daniel Bryan ist klein genug, er ist flink, so dass er sich da aus den größten Scherereien raushalten kann und er immer mal wieder die Gelegenheit nutzen kann, wenn welche abgelenkt sind oder zwei sich miteinander beschäftigen, die ihn einfach den letzten beiden, den letzten entscheidenden Schwung zu geben, sodass die ihn rausfliegen. Und im Endeffekt wird er dann halt der lachende Sieger sein, zur Freude der meisten. Wenn man sich so
ins Gedächtnis ruft, was so teilweise vorher so die, naja, Befürchtungen, Spekulationen waren. Angefangen von Sheamus über John Cena, Randy Orton, Ryback, ach du Jemini. Wo alle gehofft haben, dass es nicht so kommt. Und es ist nicht so gekommen. Beim Rumble wird es ähnlich wie bei Money in the Bank, als Brian den Koffer abgehängt hat, natürlich große Jubelstürme geben. Wie schon gesagt, verliert er mit Kane vorher noch die Tag Team Titel. Elimination Chamber verlieren sie auch das Rückmatch. Und dann heißt es halt so, gegen wen gehe ich denn? Und das wird dann halt relativ deutlich denn bei Elimination Chamber, da ja The Rock der Anführer ist von The Shield, wenn man so sagen möchte. Und wer sich noch dran erinnert, beim der letzte Auftritt von Rock, bevor er jetzt wieder gekommen ist, wie bei hat er ja Daniel Bryan den Rock Bottom verpasst. Genau, bei der Raw 1000 Aufgabe. Ja, das war die Raw 1000, genau. Jetzt musste ich überlegen, wann das war. Sodass die beiden ja auch schon ein bisschen, naja, Beef ist vielleicht übertrieben, aber schon aneinander geraten. Und wie gesagt, durch The Shield die Tag Team Titel verloren, in den letzten Wochen ja auch schon öfters mal angegriffen. Und dann stellt sich Rock als zumindest Teil, wenn nicht sogar der Anführer heraus. Er sagt dann, denkt sich auch Daniel Bryan, denkt sich dann, ja, es ist wohl relativ offensichtlich, wen ich mal in den Arsch treten will. Nicht immer nur The Rock kann seinen Fuß in den Hintern des Gegners stecken, sondern er kann das auch. Vor allem da Daniel Bryans Stiefel wahrscheinlich besser passt. Da nicht so groß, aber naja, das wird ihn zu weit führen. Und wie man sich, glaube ich, vorstellen kann, werden die beiden sich auch das ein oder andere Mal ein ordentliches Rededuell liefern. Und bei Rock weiß man, da wird es nie schlecht. Egal ob Heel oder als Face. Vor allem in der Folge des Elimination Chamber Pay-Per-Views, denn da ist ja das, also da ist dann diese große Aufklärung sozusagen, dass, wie Jan eben schon gesagt hat, The Rock dann der Anführer von The Shield ist. Also nicht wie alle immer gedacht haben, dass bis dahin eben offen bleibt, alle denken, es ist hier ein Punk, ja. Aber beim Elimination Chamber, in das ja dann The Rock auch als Champion geht, ist es eben so, dass wie eben gesagt, Seth Rollins dann CM Punk attackiert und dadurch The Rock dann, also er schiebt sozusagen dann, also entweder er schiebt CM Punk in den Rock Bottom oder er rollt ihn selber ein, das ist am Ende aber auch egal. Und am Ende ist es eben so, dass über dieses Match, also da ist es vielleicht noch ein Zufall, aber im weiteren Verlauf des Matches sind eben Cassius Ohno und Seth Rollins immer wieder in der Position, dass sie The Rock schützen, also Schild, ja. Sie stellen sich also vor ihn und The Rock dann irgendwann halt mit diesem verschmitzten Lächeln geht halt so beiseite von wegen, ja, so war es die ganze Zeit. Ich hab euch doch gesagt, ich habe hier was Großes vor in diesem Jahr. Und so stellt sich eben raus, dass The Rock, der von Anfang an Anführer vom Schild ist und derjenige, der geschützt ist, ist eben nicht CM Punk oder ist nicht Paul Heyman oder ist nicht Brad Maddox, sondern ist The Rock. Der wird geschützt vom Schild. Ja. So, das war denn vielleicht der aktuell größte Name, den man vielleicht im Ring stehen haben kann, The Rock, gegen den Aufsteiger des Jahres 2012 mit Daniel Bryan. Eigentlich alle vorher, Daniel Bryan hat nie eine Chance, er ist zu klein, The Rock ist nicht nur größer, er ist auch, also wenn man sich mal bei Raw gesehen hat, also der Oberarm von The Rock, das hat, sah so groß aus, daneben, wahrscheinlich allein neben dem Oberarm würde Daniel Bryan klein aussehen. Mhm. Wenn der Oberarm neben ihm stehen würde. Der Oberarm steht neben ihm, ja, richtig. Aber die WWE weiß halt, was sie machen. Und so wird das Match, man kann vielleicht sagen, zumindest für die Verhältnisse von Rock, weil er ist zwar der vielleicht der unterhaltsamste und der elektrifizierendste aller Zeiten und im Ring auch nicht schlecht,
aber natürlich jetzt nicht der Techniker. Er ist kein Daniel Bryan. Ja, oder auch kein CM Punk und so weiter, aber selbst das Match gegen John Cena, dem ja auch viele die Fähigkeiten im Ring absprechen, das Match war jetzt kein technischer Klassiker, aber es war spannend, unterhaltend und genau dafür ist The Rock da. Genau. Vor allem mit dem großen Hintergrund, dass es eben, dass er eben die ganze Zeit der Anführer vom Schild war. Ja. Und Daniel Bryan ja immer wieder mit ihm aneinander geraten ist. Ihr wisst das ja, das TLC-Match gegen Schild, wo halt Ryback und Kane noch dabei waren. Also war eigentlich von vornherein seit Raw 1000 immer wieder Daniel Bryan das Ziel von The Rock. Und deswegen hat sich halt dann Daniel Bryan, der sich lange Zeit gelassen hat nach seinem Rumble-Sieg, nach dem Chamber, als dann rauskam, dass The Rock der Anführer vom Schild ist, hat er ihm gesagt, okay, jetzt habe ich keine andere Wahl, als dich zu nehmen. Genau. Und genau das, diese Story zieht sich halt auch in diesem Match durch. Rock hat sich vorher immer lustig gemacht darüber, dass Daniel Bryan halt zu klein ist und du bist mir nicht gewachsen, all sowas. In diesem Match ist es eben dann zum Teil wirklich so, dass The Rock das Match dominiert, aber eben Daniel Bryan immer wieder, ähnlich wie im Royal Rumble-Sieg ja auch, dann wieder durchkommen mit diesem, ja, mit dem Wrestlerischen, mit dem Technischen. Und immer wieder auch The Rock ins Wanken und überrascht und alles, so wie man sich die Story halt vorstellen kann. Groß gegen klein, David gegen Goliath, ne? Ist in diesem Fall ja fast schon realistisch dargestellt. Ja. Und ja, so haben wir endlich diese, also die ganze Pinned-Up-Frustration, sagt man im Englischen, von Daniel Bryan über diese ganze Schildgeschichte. Und er kann endlich mal dem Anführer, der ja bislang nie bekannt war, kann er endlich mal auf die Socken hauen. Ja. Was unbedingt klappt, aber er schafft es eben trotzdem. Ja. Und wie eigentlich in den letzten Jahren, oder zumindest in den letzten 2 Jahren, passiert es wieder. Der Favorit verliert. Vor 2 Jahren John Cena gegen Miz. Letztes Jahr John Cena gegen The Rock. Diesmal ist es nicht John Cena, der Favorit, der verliert. Diesmal ist es The Rock. Am Ende wird Rock den Rock Bottom ansetzen. Aber Daniel Bryan, man weiß ja, er kann aus allen Situationen eine Submission. Und beim Rock Bottom ist es ja fast für ihn schon fast ein Kinderspiel, den No-Lock anzusetzen. Und auch wenn Rock sich versucht, dagegen zu wehren und versucht, in die Seile zu kommen, Daniel Bryan ist so gut, er weiß, wie er, ohne den Griff zu lösen, The Rock wieder in die Mitte des Rings bekommt. Indem er sich zum Beispiel so seinen Eimer rumrollt. Hat man alles, glaube ich, auch durchaus schon mal gesehen. Und am Ende bleibt The Rock halt nichts anderes übrig, als abzuklopfen. Und Shield, somit Shield will doch eingreifen, aber ist halt zu spät, weil der Weg sowohl durchs Publikum zu lang ist, als auch der Weg vom Entrance Stage und so kommt das Shield halt nicht rechtzeitig. Ja. Das ist halt das Problem, wenn die Halle so groß ist, beziehungsweise in dem Fall ist ja keine Halle, es ist ja ein Stadion. Eine Area, MetLife Stadium. Ja. Und am Ende wird ganz New York nur noch eins hören. Yes. 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 Ja. Auch 15 Kilometer weiter werden sich noch alle fragen, was? Was ist jetzt los? Yes. Was, wer bist du denn? wir hatten noch die kurze Überlegung, wie man das enden lässt, weil realistisch ist eigentlich, dass das Schild nicht abbrechen wird zu laufen. Also die werden sicher in den Ring kommen und auch wenn jetzt gerade The Rock nicht mehr ihr Champion ist, werden sie sicher Daniel Bryan attackieren. Durch irgendeine Art und Weise schafft es Daniel Bryan aber wegzukommen. Also es wird nicht zu diesen Attacken kommen, sondern es wird tatsächlich mit den feiernden Bildern eines Daniel Bryans enden und nicht mit einem Beatdown von The Shield. Ja. Daniel Bryan wird sich einfach sich sozusagen, den leichtesten Weg suchen, um abzuhauen, wird einfach einen Gang durchs Publikum nehmen, durch den The Shield nicht kommt. Genau. Weil ist ja halt genug Platz. Ja. Bei 80.000 Leuten, die da drin sind. Daniel Bryan ist schnell genug. Bis The Shield sich einmal umgedreht hat, ist der schon irgendwo im obersten Rang. Ja. Und lässt sich da ordentlich feiern. Genau. Pyro. Am Ende noch ein bisschen, vielleicht flattert auch noch ein bisschen Konfetti. Und The Rock sitzt, liegt, steht deprimiert im Ring,
Genau. So, also Shield relativ unerfolgreich bei WrestleMania, außer eben die Wiedervereinigung der Kings of Wrestling. Vorher hielten halt Shield und The Rock Gürtel. Jetzt eben nur noch die Tag-Team-Variante. Aber in den Folgewochen wird es eben so sein, dass sich eine Fehde zwischen Dean Ambrose und Daniel Bryan entwickeln wird. Also The Rock, der dann eben ganz offensichtlich wieder verschwinden wird, aber immer mal wieder auch in vor allem aufgezeichneten Segmenten sein Schild unterstützen wird. Früher oder später kommt es aber dazu, dass das Schild gegen The Rock turnen wird. Weil sie einfach sagen, wir sind ja doch besser als du. Und es entwickelt sich dann eben kein richtiger Anführer, sondern eben eine Zusammenarbeit zwischen den restlichen fünf, die wir auch eigentlich erstmal auf längere Sicht nicht beenden wollen. Also wir würden gerne Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, Cassius Ohno und Antonio Cesaro von mir aus auch gerne noch bis in 2014 hinein als Shield sehen. Wird aber darauf hinauslaufen, dass relativ wahrscheinlich Dean Ambrose dann auch irgendwann den WWE-Titel gewinnen wird von Daniel Bryan. Aber das müssen wir an dieser Stelle ja nicht bekannt geben. Das wäre bloß eine weitere Aussicht dessen, was noch passiert nach WrestleMania. Ja. Ja. Das, ich glaube, wenn auch nur ein Bruchteil von dem passieren würde, was wir jetzt hier gerade erzählt haben, wären die meisten wahrscheinlich mehr als zufrieden mit WrestleMania. Genau, das denke ich doch. Also vielleicht, wenn ich jetzt an dich denke, wahrscheinlich außer es passiert nur das mit Ryback. Ja. Es ist also ich glaube, jedes dieser Matches, die hier draufstehen, haben wir gerade klar gemacht, dass es WrestleMania würdig wäre. Ja. Ja. Man muss vielleicht einen Dolph Ziggler gegen Zack Ryder da rausnehmen, aber es ist deswegen würdig, weil fürs Publikum was gemacht wird. Der Opener oder die beiden Opener, also in der Pre-Show, die finden statt, so zum einen, weil der US-Titel halt wichtig ist und da ein tolles Match entstehen könnte, zum anderen, weil Stimmung sofort angeheizt wird. Und alles Weitere, was hier passiert, hat immer den richtigen Aufbau einer WrestleMania würdig. Ja. Und jetzt kommen wir zu der geliebten Zeitfrage. Ja, also jetzt wissen, WrestleMania sind gut 240 Minuten, also 4 Stunden. Ja. Und wir haben es so, dass wir einen 7 Minuten Overrun haben. Also es wird am Ende des Main Events, also The Rock gegen Daniel Bryan, der wird ungefähr 7 Minuten über die Zeit laufen, dieser 4 Stunden. Wir haben, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir haben 15 Minuten für alles, was so drumherum passiert. Also Musikauftritt von Fozzy, Hall of Fame Auftritt, Gesingen am Anfang durch Lillian Garcia, Flyover und die diversen Promos. Aber nicht die Promos in die Matches, denn die zählen in die Matches mit rein. So. Mhm. Also eine gute Viertelstunde für all das, was drumherum passiert. Ja. Und dann haben wir jeweils ungefähr 10 Minuten für Ziggler gegen Ryder, für Big Show gegen Ryback und für AJ gegen Caitlin. Jeweils ungefähr 10 Minuten. Ja. Also immer mit allem. Mit genau. Einzug. Und mit Siegels, genau. Alles. Also so lange, wie diese Charaktere jeweils on air sind. Ja. Dann haben wir ungefähr 20 Minuten für Sheamus gegen Orton und 5 Minuten für den Cash-In danach. Ja. Wir haben ungefähr 25 Minuten für Lesnar gegen Triple H. Wir haben um die 40 Minuten für das Tag-Team-Turmoil-Match. Ihr habt ja gehört, es waren ja einige Teams drin. Die müssen alle zum Ring kommen, der Weg ist lang. Das heißt, man muss eine ganze Menge einplanen, auch wenn die Matchzeit als solche vielleicht nicht so lang wird. Aber für alles zusammen 40 Minuten, um von The Shield zu The Shield als Tag-Team-Champion zu kommen. Wir haben ungefähr 20 Minuten reine Matchzeit CM Punk gegen Seth Rollins. Denn da wird es so sein, dass beide relativ fix zum Ring gehen werden. Also die wollen beide dieses Match unbedingt. Das heißt, da wird der Weg, vielleicht brawlen sie sich sogar schon zum Ring. Also das ist wirklich nahezu reine Matchzeit 20 Minuten. Und das ist einer WrestleMania absolut würdig zwischen diesen beiden. 45 Minuten zwischen John Cena und Undertaker. Alleine dadurch bedingt, dass beide Wrestler natürlich einen pompösen Einzug haben werden. Ja. Also Undertaker ganz klar, der geht halt auch langsam, der braucht halt seine 43 Minuten zum Ring, dann brauchen wir noch 2 Minuten Matchzeit. Naja, ist doch klar. Nein, Quatsch.
Also man muss halt schon einplanen, dass die beiden auch eine Weile brauchen und John Cena, auch wenn er da jetzt gerade ein Böser ist, wird trotzdem irgendwas Großes von der Darstellung her bekommen. Einfach weil es John Cena ist. Und der Main Event zwischen The Rock und Daniel Bryan kriegt ungefähr 35 Minuten von Anfang bis Ende. Und so haben wir alles zusammen am Ende 247 Minuten. Ja. Und das ist unsere WrestleMania. Und also ich glaube, als Wrestling-Fan würde bei der Card sich jeder sofort den Pay-Per-View bestellen. wir können das da kurz mal zusammenfassen. Ja, wir machen das genauso wie vorhin am Anfang. Wir gehen das durch, Pre-Show, und wir sagen immer gleich, wer gewonnen hat. Und dann fassen wir das so zusammen, wie unsere WrestleMania-Card aussieht. Ja, dann fange ich mal an. Kofi Kingston, Brodus Clay und R-Truth besiegen 3MB. Genau. Christian besiegt MVP und bleibt United States Champion. Zack Ryder kann im Opener Dolph Ziggler besiegen. Randy Orton gewinnt gegen Sheamus, aber Dolph Ziggler casht danach ein und Dolph Ziggler ist neuer World Champion. Ryback squasht Big Show. CM Punk gewinnt gegen Seth Rollins. Brock Lesnar besiegt Triple H. Der Undertaker gewinnt gegen John Cena. The Shield, in dem Fall die ehemaligen Kings of Wrestling, gewinnen das Tag Team Turmoil Match. AJ Lee gewinnt gegen Kaden und ist neue Divas Championess. Und Daniel Bryan gewinnt den WWE-Titel von The Rock. Genau. So sieht also, jetzt wisst ihr es also alle, so sieht die WrestleMania 29 Card aus. Und so wird so und nicht anders wird es stattfinden. Ja. So, jetzt haben wir natürlich ganz, wir wissen es nicht. Klar wissen wir es nicht. Vielleicht wissen wir schon, wir wollen jetzt bloß uns ein bisschen rausreden. Aber das Konzept dieser Sendung ist, es ist nicht alles genau so ernst zu nehmen. Wir wollten etwas schaffen, was uns gefällt, was euch gefällt, was aber auch absolut die Chance hat, genau so zu passieren. Ja. Mit natürlich ein bisschen Glück und auch, dass Leute das so, ne? Aber es ist hier kein Match bei, was absolut unrealistisch ist. Eher im Gegenteil. Vielleicht das Einzige, was man vielleicht ein bisschen außen vor nehmen kann, ist ein John Cena gegen Undertaker. Aber das ist ein Kracher. Der kann ruhig ein bisschen unrealistisch sein. Alles andere kann tatsächlich so in der Form auf der WrestleMania-Card landen. Ja. Und durch die Story drumherum, The Rock entpuppt sich als der Anführer vom Schild und Cassius Ohno debütiert, führt dazu, dass Dean Ambrose und Roman Reigns Tag Team Champions werden. Bei WrestleMania, Debüt der Kings of Wrestling, also Cassius Ohno war ja schon Mitglied, aber der Kings of Wrestling jetzt Teil des Schildes und Titelwechsel, ja, noch und nöcher eigentlich. Also Orton bleibt Champion, Ziggler wird neuer Champion, Daniel Bryan wird neuer Champion, AJ gewinnt den Divas-Titel, also dazu die Tag-Team-Titelwechsel. Also das ist eine WrestleMania, die rein vom Klang her eine richtig, richtig gute ist. Und da, ich habe gestern irgendwie so einen Satz gebracht, als es um die Zeit ging, weil wir haben jetzt 247 Minuten und wir haben insgesamt 11 Matches. Ja? Warum schafft das die WWE nicht? Wir haben 11 Matches und sie haben alle Matchzeiten, mit denen wir zufrieden sind. Ja. Ja, ja, klar, ist wahrscheinlich am Ende ist es vor allem Werbung. Das müssen wir uns auch eingestehen, dass sehr, sehr viele Spots laufen werden und Backstage-Segmente, die wir zum Teil hier nicht eingeplant haben, eben grundsätzlich in diese Matchzeiten reinsetzen. Vielleicht ist das ein bisschen unrealistisch von der Ansetzung her. Aber selbst wenn wir uns eine halbe Stunde insgesamt streichen, ist immer noch genug Matchzeit für alles andere. Also, ja. Es ist schon sehr interessant, das mal selber so gemacht zu haben in der Form. Und, Jan, ich glaube, also wir hatten zumindest Spaß, denke ich. Ja, absolut. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß hattet, dabei das zuzuhören, uns zuzuhören, wie wir darüber philosophieren und spekulieren und was wir nicht alles hier gemacht haben. Und wenn euch das nicht gefällt, schiebt's auf die Glaskugel, die ist ohnehin kaputt, habe ich schon gesagt. Also die ist ja schon kaputt hier angekommen. Da können wir leider auch bloß dann entsprechend, vielleicht haben wir einiges nicht gesehen, weil die Risse in der Kugel, man sieht da manchmal auch nicht richtig. Ja, müsst vielleicht darauf schieben. Und es wird ein toller Royal Rumble mit Daniel Bryan als Sieger. Es werden zwei tolle Elimination Chamber Matches. Und es wird eine sehr, sehr interessante WrestleMania Card. Und Jan, ich denke, damit sind wir mit unserer ersten What-If-Sendung fertig. Ja. Und der Aufruf für euch natürlich, schickt uns Feedback.
Wie hat euch das gefallen? War es zu abgedreht oder war es vielleicht am Ende, dass ihr sagt, Leute, ihr müsst dahin, ihr müsst das booken? Und wir möchten unbedingt Feedback haben und bitte immer mit dem Augenzwinkern. Also es soll alles nicht so ganz ernst sein, aber ich hatte riesig Spaß und Janet auch so. Das ist am Ende das, was zählt. Und wenn ihr Spaß hattet beim Zuhören, dann sind wir alle glücklich. Genau. Aber bitte schickt uns nicht nach WrestleMania E-Mails oder Nachrichten, dass wir euch gespoilert hätten. Dabei, während WrestleMania. Oh Gott, das ist ja wirklich, oh nein, ihr Schweine. Ihr habt das hier so aufgezogen, als ob ihr das gar nicht wisst. Jetzt wisst ihr es doch. Und das ganze Segment ist eigentlich, dann haben wir natürlich auch was falsch gemacht. Denn unser Segment ist ja, wir wissen es nicht. Dann haben wir natürlich auch was falsch gemacht, weil wir das Segment falsch benannt haben. Es müsste dann nicht What If, sondern It Is heißen. Oder so. Keine Ahnung, nein, Quatsch. Also Leute, unbedingt Feedback schieben, was euch das gefallen hat und auch, was ihr gerne mal von uns besprochen haben wollen würdet. Das nächste, was passieren wird, ist wahrscheinlich im April, glaube ich, Jan. Glaube ich, die nächste Sendung ist im April. Also dann ist WrestleMania schon gewesen, dann werden wir sehen, was wir gemacht haben. Und das nächste What If wird was Historisches sein. Also da werden wir noch vorher abstimmen lassen. Wie genau das abläuft, werden wir dann nochmal genauer erklären. Aber wir möchten auf jeden Fall Feedback dafür, wie euch dieses Konzept gefällt. Und Jan, ich würde sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Ne? Ja. Danke, dass du hier an meiner Seite warst. Hatte Spaß. Ich auch und ich verabschiede mich, wie Ryback es auf Deutsch, nein, nicht auf Deutsch, sondern wie Ryback es tun würde. Feedback more. Yes, yes. Yes. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Ciao.